B-Side an Münstershafen. Zwischen Elefantenstatue und Lehnkehringhalle befindet sich ein Ort des Schaffens, des Träumens und der Bewegung. Die beiden Leiter Jara und Roman haben vom Freitag, den 12. Februar bis zum 14. Februar einen Tag der offenen Tür veranstaltet und zeigen uns das Konzept der B-Side. Also unser Kernkonzept liegt halt daran, dass wir halt öffentliche Freiräume für Kultur bieten wollen, so ähnlich wie es auch schon gibt, dass es halt auch offen für Menschen ist, die halt hier hinkommen können. Vielleicht auch Gruppen, die mal Veranstaltungen hier machen wollen. Und im Fokus ist dabei auch Ateliers, also dass halt KünstlerInnen zusammen halt Ateliers sich mieten können und auch so Coworking Spaces oder wie man es halt heutzutage nennt halt, genau. Und das ist ja auch dieser Effekt, den wir auch wollen, dass Menschen, die hier Kunst schaffen, auch direkt ausstellen können und dann Leute inspirieren können und wieder andere Künstler ins Gespräch kommen können und dass es da einen guten Austausch gibt. Finanziert wird der Raum durch ein sogenanntes Mietshäuser-Syndikat. Dieses funktioniert wie folgt. Eine Gruppe von Leuten, die als Beispiel ein Haus oder ein altes Fabrikgebäude mit dem Mietshäuser-Syndikat erwerben möchten, gründet erstmal einen Verein. Dieser Verein schließt sich mit dem Mietshäuser-Syndikat, einer nicht kommerziellen organisierten Beteiligungsgesellschaft, zusammen, um gemeinschaftlich Häuser zu kaufen. Zusammen gründen diese eine GmbH, welche die entsprechenden Häuser kauft. Finanziert wird dieser Kauf durch Eigenbeteiligung, Hypothekendarlehen oder auch Privatinvestoren, die ihr Geld anlegen können. Bei dieser Art von Immobilienkauf geht es darum, langfristig bezahlbaren Raum für Initiativen zu ermöglichen, der nicht in Privatbesitz übergeht und den Immobilienmarkt so entzogen wird. Insgesamt waren Veranstalter und Besucher sehr zufrieden. Das Feedback, was wir bekommen haben, war eigentlich durchweg positiv, auch von allen Leuten. Und ich finde es auch sehr schön, dass mehrere Generationen auch sich angesprochen gefühlt haben und dass nicht nur Jugendliche gekommen sind, sondern halt durch alle Bereiche halt durch. Und ja. Ja, wir merken jetzt auch mit der Ausstellung, dass ja, wir sind da richtig froh und mutig. Ich glaube schon, dass es laufen wird. In der Mitte des Hauptraumes wurde anhand eines Modells gezeigt, wie das Gebäude der B-Side nach der Sanierung aussehen soll.